herniedern in langsamen Schritten mit Erklärung. Zuerst gleichzeitig mit Block nach hinten, so wie Fenster, 90 Grad angewinkeltes Arm und das obere Arm auch 90 Grad ungefähr angewinkelt. Und gleichzeitig, wenn der Block nach hinten geht, gehst du mit dem Schritt Kokosodachi. Das ist das erste Erklärung. Zuerst nach links und genauso Umstellung nach rechts. Das werde ich gleich langsam zeigen. So. Linkes Fuß schaut zur Seite, rechtes Fuß schaut nach vorne. Zwei Drittel der Körpergewicht lagert sich dem rechten Bein. So. Vorderer Arm Block, zurückziehen und Beine umstellen auf Kokosodachi, gleichzeitig Block nach hinten. Block, Schlag, hintere Bein ziehen, ausholen, nach hinten, Yokogiri mit dem Blocktechnik nach hinten so. Also nach vorne zeige ich mal, Block nach hinten und Yokogiri. So, so war mal. Und ausholen, Stoke. Jetzt kommt Nukiti, linkes Arm Block und das rechte nach vorne Nukiti. Jetzt linkes Arm, Bein, hinteres Bein nach vorne ziehen und gleichzeitig Stoke zur Seite. 45 Grad Stoke nach vorne schräg. Zurückholen im rechten Arm, Stoke zur Seite. Mit linkem Arm ausholen, Stoke 45 Grad. Jetzt der Arm wird zu Uchiyoke, Gyaku Uchiyoke. Du ziehst den vorderen Arm zurück und den Fuß gehst Gedanbereich nach vorne. Gleichzeitig machst du Gyaku Uchiyoke. Jetzt kommt mit dem hinteren Bein Maigiri, Schlag Gyakutsuki. Zum Gyakutsuki Arm wird zu Gyaku Uchiyoke. Maigiri und Gyakutsuki. Dem linken Arm holst du und Block nach vorwärts. Ich drehe mich und zeige euch mal. So. So. Und dann Block nach vorwärts. Jetzt hintere Bein zurückziehen. Linkes Arm kommt zur Schulter. Geht Drehung mit nach links. Geh dann bereit. 45 Grad zur Agyoke. Rechts vor. Rechtes Bein und Arm zurückholen. Rechts vor. Geh dann bereit. 45 Grad wieder Agyoke. Os.